Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem verstörenden Chaos. Ich habe keine Ahnung, wie wir weitermachen sollen, aber wünsche euch trotzdem viel Spaß. Also, da ist die ehrwürdige Patricia. Man erkennt sie gerade nicht, weil sie sich gerade Sandrobben-like und königlich auf die Seite gerollt hat. Hat uns ein paar Koordinaten gesagt. Die Koordinaten haben wir verfolgt. Ich habe keine Ahnung, was sie uns sagen sollen. Ich habe zumindest hier das Ding gefunden, wo ich auch keine Ahnung habe, wo wir das hinmachen sollen. Vielleicht muss ich es auch nie wegbewegen. Ich weiß noch nicht, was ich damit tun soll. Ich hätte gedacht, ich muss es hier irgendwie rauf machen. Ach Leute, ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Also wir werden jetzt mal gucken, ob wir damit irgendwas anstellen können. Ob hier unten im Sand vielleicht irgendwas ist, was ich so nicht sehe. Ich wünsche euch bei dem ganzen Chaos viel Spaß. Wir müssen auf jeden Fall noch kochen. Und ein Monument fehlt uns noch. Vielleicht bringen wir das Teil auch einfach erstmal zu ihr. Vielleicht freut sie sich dann ja. Ich sehe sie noch nicht reagieren. Vielleicht muss das auch in ihren Umkreis. So wie die Frucht. Hallo? Ich sehe gerade wie so ein Fisch an Land. Habe ich sie jetzt eingesperrt? Dirty quält die königliche Sandrobbe. Ich bin mir nicht sicher, ob das so soll. Müssen wir nochmal weg? Ah, vielleicht. Pass auf, vielleicht müssen wir das so machen, dass die Sandrobbe in diesen Kasten bekommt. Weil irgendwie rastet die ja aus, wenn sie es sieht. Siehst du das? Muss ich die Sandrobbe da vielleicht in den Kasten reinbringen? Kann ich die irgendwie anschieben damit? Das ist richtig weird. Leute, was ich hier mache, ist richtig komisch. Oh, ich habe hier den Schwanz eingeklemmt. Was will das Kind jetzt hier? Was willst du hier? Sava! Bist du auch hier wegen Patrizias mysteriösen Weissagung? Was machst du hier? Ich habe gehört, sie macht Weissagungen, wenn man ihr eine Wasserfrucht gibt. Aber es sind immer nur irgendwelche Zahlen. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Vielleicht ist es ja eine Art Geheimcode oder ein Ort. Wenn ich dieses Rätsel lösen könnte, würde das beweisen, dass ich ein totales Forscherinnentalent habe. Vielleicht kommen wir hier nach unten. Vielleicht ist das eine Öffnung für irgendwas. Weil irgendwie rastet die Sandrobbe ja aus, wenn sie das Teil sieht. Vielleicht muss die Sandrobbe da durchkrachen. Fehlt halt einfach eine Bombe. Ich kann auch nicht rauf, ne? Kann ich die Sandrobbe irgendwo hinmachen? Auch nicht. Ey, das ist das weirdeste Rätsel, was wir seit langem hier hatten. Aber die kriege ich doch auch nie dahin. Aber sie befreit sich immer wieder. Selbst wenn ich sie raufstelle, passiert auch nichts, ne? Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es mit diesem Teil auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Das ist richtig verwirrend. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Ich check's nicht. Oder hätte man es einfach nur hier rauf machen müssen, dass das Wasser aufhört? Ich kann auch nicht tauchen, ne? Weil es sieht auch tief aus. Es sieht so aus, als würde man nach unten können, theoretisch. Nur sprudelt halt hier so viel Wasser raus. Ist vielleicht doch eine Art Stopfen und ich habe es versaut. Boah, dann muss ich ja den ganzen Weg nochmal machen. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe dieses Rätsel verstehe ich nicht. Und das regt mich gerade echt auf. Ob die Königin was weiß? Königin?
Bitte komm bald wieder. Bis dahin werde ich versuchen, weitere Informationen über Zeldas Verbleib zu sammeln. Und vergiss nicht, Link, auch wenn ich dich nicht begleiten kann, meine Macht als Weise wird immer bei dir sein. Ich suche auch, by the way, immer noch ein Monument. Dieses ist es nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht. Da weiß ich auch noch nicht, wo wir suchen sollen. Ich verstehe es nicht, Friends. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir könnten nochmal in die Untergrundstadt. Wir wissen ja jetzt den Ort. Es ist einfach verwirrend. Aber theoretisch müsste ja hier jetzt drüber das Wasserdings sein, oder? Ich gucke jetzt einfach mal, wo wir überall rauskommen hier. Ganz anders. Dabei sind wir gar nicht so weit von den Koordinaten jetzt abgewichen, ne? Ja, die Ursprungskoordinaten waren hier direkt davor. So, wenn wir jetzt ein Stück... Guck ich mal hier, wo wir rauskommen. Daneben. Noch ein Stück nach da. Weil wo fließt das Wasser hin, ist die Frage. Das ist richtig komisch. Muss da irgendwas noch dazwischen sein? Ich verstehe es nicht. Also, das ist der Punkt, wie wir hier direkt an diesem... Tja. Vielleicht muss es abfließen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, ne? Ich verstehe es einfach so komplett überhaupt nicht. Gar nicht. Oder wir legen es da nochmal drauf? Ich hätte halt gedacht, es muss da zur Robbe hin. Aber zur Robbe muss es natürlich offensichtlich nicht hin. Boah, es tut mir leid. Wir werden auch bald wieder was anderes machen. Ich dachte nur, man kriegt es mal eben schnell gelöst. Wonach es tatsächlich nicht aussieht. Ach, Leute. Mann. Es tut mir ein bisschen leid. So, jetzt hängt das Teil da im Weg und hängt im Weg. Einzige Möglichkeit, es wieder zurückzubekommen, ist auf dem Weg, wie wir es da hinbekommen haben. Nein. Ah. So, schon mal dich. Okay. Also. Kriege ich es gegriffen von hier? Nö, natürlich nicht. Kriege ich es hier auf die Treppe rauf? Ja. Was anderes bleibt uns jetzt nicht übrig, als das so über den Weg zu machen. Na doch, pass auf. Jetzt könnte ich... Weil ich finde halt, das Teil finde ich auch urigst komisch. Oder ich lasse es einfach aus der Höhe rauffallen. Aber das hat ja auch nicht funktioniert. Ich das einfach einen Stein rauffallen? Haben wir große Steine hier irgendwo? Dass man vielleicht auf dem Holz einfach... Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Da oben vielleicht? Ich krieg's auch nicht gegriffen von hier. Oh Leute, ich bin richtig maßlos am Verzweifeln. Was soll denn das? Dreckiger Mist. War ich hier schon drin? Ja. Ja, hier war ich definitiv drin. Es sieht so anders aus. Tja, Leute, ich habe keine Ahnung. Kann man das Wasser einfach abstellen? Wobei es ja auch nicht die feine Englische ist, jetzt einfach abzustellen. Und wo finde ich das letzte Monument? Und überhaupt, was ist hier los? Es ist einfach maßlos frustrierend. Aber wenn wir jetzt in den anderen Bereich, das können wir natürlich auch probieren. Wir teleportieren uns in den komplett anderen Kartenbereich. Und teleportieren uns dann wieder zurück. Pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wir suchen den Apfelspot. Wir müssen ja eh Äpfel sammeln. Aber wo war der Apfelspot jetzt schon wieder? Pff, Fragen bei Fragen. Wo war der Apfelspot? Weiß jemand noch, wo der Apfelspot war? Ich habe ihn, glaube ich, genau aus dem Grund mit zwei Sachen markiert. Mit zwei Sachen. Da müsste auch irgendwo was Essbares daneben sein. Aber wo war der? Wo war der Apfelspot? Hier, das könnte der Apfelspot sein. Hier, das sieht am Wald. Ja, Zonapano.
Dann machen wir das. Einfach, weil wir sowieso ja Äpfel auch sammeln müssen. Wir haben ja alles verbraucht. Und wir müssen auch kochen. Und dann gucken wir mal, ob das Teil respawnt an der Stelle. Und dann setzen wir es einfach mal aufs Wasser. In der Hoffnung, dass das was bringt. Wenn das auch nichts bringt, habe ich keine Ahnung, was es mit der Quest auf sich hat. Oder mit dem Rätsel. Dann verarscht uns die königliche Robbe. Anders würde ich es dann nicht bezeichnen. Warte. Ich hätte jetzt immer ein paar Äpfel fällen. Die spawnen ja auch wieder neu. Ich weiß, es war blöd für die Natur jetzt hier. Aber... ich möchte jetzt schnell Äpfel. Und nicht episch lange jetzt... Weiße. Zeit brauchen. Tut mir richtig leid, was ich jetzt hier tue. Aber ich will vor allen Dingen auch alle Äpfel haben. Es kommt ja alles neu. Es kommt ja alles neu. So, aber anders kriegen wir die sonst nicht auf die Schnelle hier jetzt runter. Und da sehe ich nämlich schon wieder Regen. Der hilft uns auch nicht wirklich weiter. Ah, meine Waffe ist kaputt. Ja, das geschieht mir recht. Das geschieht mir recht. Kriege ich mit da den Baum? Ja, kriege ich auch. Perfekt. Da müssen wir halt gleich noch ein paar Waffen neu machen. Aber ich habe ja gesagt, zu dem Apfelspot wollen wir... Warte mal, ich muss es so fällen, dass es dahin fällt. Ja, er ist natürlich sauer. Meine Freunde, meine Familie, mach sie nicht kaputt. Das ist einfach der beste Spot für Äpfel. Ohne Witz, ne? Also wenn man kurz vorm Sterben ist und nichts in der Tasche hat an Essen, geh auf die Apfelplantage. Zieh dir das rein. Beste Leben. Der Goldene. Nein, der Goldene. Toll. Ah, Hilfe. Der Baum. Ja, er ist sauer. Ich weiß. Ah, Hilfe. Nicht die Äpfel wegmachen. Ja, toll. So viel dazu. Vielen Dank dafür. Mann. Aber jetzt ist Ruhe. Im Karton. Hat uns jetzt vielleicht so den ein oder anderen Apfel vielleicht gekostet? Möglich? Ja, vielleicht sammeln wir jetzt noch was auf dem Boden liegt. Da ist ein Stein. Oder wir machen hier die Wacke jetzt einfach kaputt. So, genau, bis jetzt, zu diesem Punkt. Dann sammeln wir jetzt ein, was wir hier auf dem Boden haben. Und... Außer das da. Das brauchen wir nicht. Und machen jetzt nochmal irgendwas Neues an das hier. 88? Ey, krass. Wir hatten gefühlt nichts mehr an Äpfeln, ne? Wir hatten nichts und Goldene. Wie viel Goldene haben wir? Wir haben jetzt auch Goldene eingesammelt. Sehe ich gerade gar nicht. Wo sind die goldenen Äpfel? Hä? Bin ich blöd? Wir haben doch goldene Äpfel eingesammelt. Müssten die nicht auch hier irgendwo sein? Hä? Wo sind die goldenen Äpfel hin? Bin ich blöd? Du hast keine goldenen Äpfel eingesammelt. Also einen habe ich mindestens eingesammelt. Ah, hier unten. 4. Pff, seltsame Sortierung. Nehmen wir das einfach so hin. Aber 88, das ist so krass. Dieser Spot ist einfach ultimativ geil. 7, 17. Mache ich sowas ran? Eigentlich will ich ja auch mal wieder eine Waffe, die hält. Ja, nehmen wir das. Und... Ist an der irgendwas dran? Nö, ne? An der Helebarde können wir, an die Helebarde können wir auch noch was dran machen. Was machen wir denn da jetzt Schönes dran? Ich muss unbedingt kochen, ich weiß. Medizinzutat, das müssen wir auch probieren. Wir brauchen wieder vernünftige Sachen. Wir müssen ein bisschen mehr auf Gegner gehen, glaube ich. Ah, guck mal hier. In die Hand. Ich
weiß nicht, ob das funktioniert. Oder ob das kacke wird. Oh, aber es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Guck mal. Ist gar nicht so schlecht. So, um die Waffen zu schützen, werde ich jetzt nicht mehr Bäume fällen. Sondern holen, was ich so kriege. Oh, ich denke mal, es ist ein Apfel, dein komischer Gürtel. Oh, aber guck mal. Den da. Und den. Toll. Und die Pfeile sogar wieder eingesammelt. Dauert halt nur länger, der Weg, ne? Reicht das jetzt? Ich würde sagen, ja. Also, wir haben eingesammelt 93. Ey, besser. Beste Leben. Okay, pass auf. Dann werden wir uns jetzt wieder zurück teleportieren. In die Gerudo-Stadt. Dann werden wir mal gucken, ob das gespawnt hat. Ist jetzt mein letzter Versuch, um das mit der Sandrobbe nochmal anzugehen. Entweder wir kriegen das hin, oder die kommen vielleicht nie drauf, oder ihr sagt mir, was da war, oder wir kommen andermal wieder. Das wäre jetzt mein Plan. Dann suchen wir das mit den Monumenten noch. Entweder wir finden das noch, oder auch nicht. Ich finde es halt komisch, dass dieses Kind da jetzt da stand, weißt du? Das fand ich auch ein wenig verwirrend. Oh! Oh, Jesus! Fängt Alexa plötzlich an und sagt, da bin ich mir leider nicht sicher. Alter. Da bin ich mir leider nicht sicher. Fang doch nicht einfach an zu quatschen! Das gibt's doch nicht. Meine Leute im Haus werden auch denken. Aber dafür kann ich einfach nichts, wenn einfach hier alle anderen Sachen mit mir reden, obwohl ich ihr nicht gestattet habe, mit mir zu reden. So, es ist wieder an Ort und Stelle, wo ich so nachdenke. Link, es ist so gut, dich zu sehen. Warst du schon am Spähposten? Ich habe Büller dorthin entsandt. Wenn du sie siehst, grüß sie von mir. Es tut mir leid, aber wir wissen noch immer nichts über Zeldas Verbleib. Sie scheint sich nicht mehr gezeigt zu haben. Oh, ach ja, ich weiß nicht, ob dir diese Information weiterhilft, aber nachdem ich zur Waisen geworden und in die Stadt zurückgekehrt bin, habe ich den Untergrund unter die Lupe genommen. Wir mussten nur einmal die Stadt verlassen und sie kommen jetzt mit plötzlich anderen Infos. Okay, erzähl weiter. Dabei habe ich ein altes Dokument mit folgendem Text gefunden. Die Kämpferin mit Schwert in der Hand weisen den Weg zum Schatz unterm Sand. Ich denke nicht, dass sich dahinter ein Hinweis auf Zelda verbirgt, aber ich bin mir sicher, dass es etwas bedeutet. Die Kämpferinnen, Schatz. Vielleicht solltest du dieser Sache nachgehen, das haben wir doch schon längst gemacht. Er sagt jetzt so, ja, habe ich das schon längst gemacht, ja, habe ich getan. Und zwar, erinnert ihr euch vielleicht doch dran, wir sind ja irgendwann durch die Wüste gestapft und da haben die alle in so eine bestimmte Richtung gezeigt. Und dem Ganzen sind wir einfach mal gefolgt und sind dann in ein Loch rein und haben dann etwas gefunden. Ach so, ich glaube, da waren ganz viele Steine. Irgendwie sowas. Aber das haben wir schon gemacht. Was? Du hast ihn schon gefunden? Hä? Aha. Es war also ein Teil einer Gerudo-Rüstung aus alter Zeit. Ah, das war der Helm. Danke. Ich wusste, du würdest den Schatz finden. Trage ihn auf deinen Reisen und mache guten Gebrauch von ihm. Es ist auch geil, dass es jetzt eine Nebenquest auslöst, die wir schon längst gemacht haben. Toll. So, jetzt nochmal zu der Aufgabe. Ich würde den, wenn er jetzt einfach so davor steht, aber hier mal raufstöpseln. Vielleicht ist das ja auch so eine Laufquest. Weiß, wie ich meine. Und jetzt nochmal nach unten zu diesem Punkt gehen. Weil vielleicht... Ich habe keine Ahnung, was passieren soll. Weil theoretisch müssten wir dann ja jetzt einfach durch die Statue durchkommen. Boah, Leute, ich habe keine Ahnung. Was ist das hier? Lieferung? Lieben wir. Wenn er der... Wenn... Nee, Amazon ist das. Weil Amazon ist einfach irgendwie... Wie soll ich sagen? Einfach abstellt. Abstellgenehmigung. Siehst du, jetzt kommen wir nämlich nicht mehr hoch. Vor die Tür. Und dann sagt, ist angekommen. Nee, siehst du, wir kommen nämlich jetzt nicht mehr, wenn das Ding drauf ist, kommen wir nämlich nicht mehr nach oben. Funktioniert nicht. Siehst du, sind wir aus der Statue raus. Ich verstehe nicht, was es mit dieser Quest auf sich hat. Ich verstehe es nicht, Freunde.
Ich habe keine Ahnung. Das ist die weirdeste, seltsamste Quest der Welt. Oder wir gehen nochmal... Wir gehen nochmal zu der Sandrobbe hin. Weil da ist ja dieses komische Holzdings auch im Weg. Warum nimm doch die normalen Treppen? Was ich auch nicht verstehe. Ich verstehe hier so ganz vieles einfach nicht. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Ist hier die Sandrobbe? Nee. Sind die Kriegerinnen? Haben wir hier ein Monument irgendwo? Nee. Das mit dem letzten Monument, das ärgert mich ja auch massiv. Das ärgert mich ja jetzt genauso. Was sind das für komische Rätsel hier in der Stadt? Können wir uns den Punkt mal markieren? Weil mich interessiert, was ist das? Schläft die? Ich glaube ja. Weiß ich nicht. Heißt halt die Überlegung, muss die Sandrobbe hier rauf? Was ist das? Was verdeckt das? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt noch ein einziges Mal in die Untergrundstadt gehen und zu diesem Punkt hinlaufen, den ich da jetzt markiert habe. Also, ob da jetzt nur das Wasser oben auf der Sandrobbe ist, oder beziehungsweise ob dieses Sandrobben-Dings da auf dem Wasser ist, macht offensichtlich auch nichts aus. Das ist einfach die Krux. So. Also, wo sind wir dann? Hier. Ich will da direkt, wo der Kasten ist. Hey, mein Arsch, das gibt's doch nicht. Oh, komm ich nicht hin. Dahinter vielleicht? Kann ich mich hier hinterstellen? Sieht auch grün aus. Pass auf, und dann kommen wir einfach nur aus diesem Kasten heraus. Nee, warte mal, noch ein Stück nach links. Das ist richtig komisch. In die Ecke? Alter! Das ist hinter der Mauer, oder? Das ist hinter der Mauer. Können wir die Mauer hier wegnehmen? Weil wenn das jetzt immer noch nicht der richtige Punkt ist, dann... Warum kriege ich den Punkt nicht? Das ist genauso wild. Ich weiß auch nicht, warum ich so erpicht drauf bin, diesen Punkt zu treffen. Fast. Aber alles andere ist dann hier... Warte mal. Kann nicht richtig sein. Oh, warte mal, da war ein Minimal. Das kann niemals zu irgendwas führen. Ich verstehe es halt nicht. Also, siehst du? Ich habe keine Ahnung, was das alles zu bedeuten hat. Oder? Ich habe ja sowieso schon gesagt, wir müssen uns mehr hier jetzt durch irgendwas hochtelep... Warte mal. Ich habe keine Ahnung. Also... Ich verstehe es nicht. Weil das Ding ist, wir haben ja hier hinten auch diese Schatzkarte. Ich bin halt die ganze Zeit am Überlegen, ob das mit dieser Schatzkarte irgendwie eine Verbindung gibt. Ob das zusammenhängt, wo die Kinder... weil, was ich komisch finde, dass dieses Kind halt plötzlich vor unserer Nase stand. So, weißt du? Hier. Und das ist halt auch was, was ich nicht verstehe. Es könnte der Klamottenladen sein. Aber ich krieg's auch nicht übersetzt. Oder ich mal mir die Karte mal auf. Also das mit der Robbe, ich verstehe es nicht. Wenn mir jemand erklären kann, was es damit auf sich hat, sehr gerne. Ansonsten weiß ich nicht, ob wir dem nochmal nachgehen werden. Oder ob es auf die Ewigkeiten, auf Ewigkeiten untergehen wird, im Nichts. So, darauf kann es nicht hinauslaufen, weil ich komme auf keine Lösung. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte natürlich jetzt nachgucken. Aber... So, ne? Es ist ein wenig frustrierend, sagen wir das so. War da nichts drin? Toll. Ich hab nicht hingeguckt.
Also ich komme so nicht auf die Lösung. Wir werden jetzt mit ihr nochmal reden, weil wir haben ja ein Foto gefunden, dann fehlt uns aber immer noch eins. Warte! Um mehr über die Kriegerin zu erfahren, muss ich noch zwei Monumente aufspüren. Alle Monumente müssen hier, in der Untergrundstadt sein. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Ich frage mich, ob die Monumente... Aber in der Untergrundstadt? Wo soll denn dann da noch eins sein? Aber ich habe doch noch eins. Hat sie das nicht anerkannt, dass ich noch eins gefunden habe? Oder war ich zwischendurch gestorben? Hä? Ich habe doch noch eins gefunden. Och, ich kack ab, Alter. Was soll denn das? Scheiß Spiel, Alter. Meine Fresse. Aber war da nicht noch eins? Ich hatte doch noch eins gefunden, wo ich dachte... Hat es das nicht gespeichert, weil ich irgendwann gestorben bin? Wo hatten wir denn noch eins? Wir hatten doch noch eins, was wir zusammengesetzt haben. Hier vorne. Habe ich das Bild gelöscht? Habe ich kein Bild gemacht von dem? Warte. Oh, ich habe, glaube ich, kein Bild gemacht von dem. Da laufen wir nochmal zu ihr. Weil das haben wir ihr noch nicht gezeigt. Das weiß ich. Das weiß ich. Zu 1000 Milliarden Prozent. Hier, da. Oh, ich habe das Bild nicht gemacht. Was? Du hast noch ein Monument gefunden? Zeig es mir bitte. Aber wo ist das letzte? Wo ist das letzte? Was steht da jetzt? Ah, ja. 7 Kriegerinnen Schutz der Gerudo. Wenn ihre Kräfte zu ihnen zurückkehren, wird wahrer Heldenmut sich zeigen. Ihre Kräfte. Und das ist dann mit den Kugeln gemeint. Also, ist mir sehr rätselig, ne? Wenn die Kräfte der 7 Kriegerinnen zu ihnen zurückkehren, dann zeigt sich der wahre Heldenmut. Wahrer Heldenmut. Das bedeutet dann wohl eine 8. Kriegerin und sie wird sich zeigen. Was für eine Entdeckung. Ich bin wirklich neugierig, was auf den einzelnen Monumenten steht. Hast du noch mehr, was du mir zeigen kannst? Hier bitte. Hab ich? Ach so, ja, ich wollte gerade sagen, noch ein Monument. Ich wollte gerade sagen, hab ich? Nicht, dass ich wüsste. Also in der Untergrundstadt, wir haben doch alles schon durchkämmt. Okay, und was muss ich übersehen haben? Ich habe, glaube ich, hier sehr, sehr viel übersehen. Kann ich die wegmachen? Nein. Dass 2 aufeinander stehen, glaube ich auch nicht. Und das Ding ist, es muss nah an irgendwelchen Wänden sein. Das heißt, wir gucken uns jetzt... Wände an. Wir gucken uns jetzt Wände an. Da ist nix. Warte. Das ist jetzt nicht... Oh, Leute, ey. Was ist denn das für ein Scheißdreck? Guck. Ich hab's gefunden. Wenn es das ist, was ich denke, was es ist. Ich hab's gefunden. Okay, wir müssen Platz machen. Dieses Spiel macht mich fertig, ne? Das mit der Sandrobbe, ich habe keine Ahnung. Das werde ich nie rauskriegen. Ich lösche mal was anderes erstmal. Aber was lösche ich? Was lösche ich? Das hier werde ich löschen. Leute, ach Gott, wahre. Das muss ich wahrscheinlich so machen, dass man es lesen kann. Oh Gott, bewahre. Das letzte. Das ist aber auch bodenlos. Wie habe ich das jetzt entdeckt? Naja, weil ich sämtliche Wände mir angeguckt habe. So, weiß er. Auf hinweisen. Und dann war es ganz kurz im Augenwinkel. Oh, also, ach. Oh, na Gott sei Dank habe ich das gleich gefunden. Gott sei Dank. Dank dir fehlt nur noch ein Monument, bis die Wahrheit über die Kriegerin ans Licht kommt. Sag mir unbedingt, wenn du es findest. Du kannst mir auch einfach ein Bild davon zeigen, wie bei... Hier, bitte. Was? Du hast noch ein Monument gefunden? Zeig es mir bitte. Bitte.
Was steht da jetzt? Ah, ja. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Die Geister sind im Land der Gerudo zu finden. Das heißt, die Geister der 7 Kriegerinnen sind irgendwo in der Gerudo-Region zu finden. Ja, die Kugeln, Mann. Es ist unglaublich, herauszufinden, dass das alles nicht nur eine Legende ist. Oh. Es ist soweit, jetzt kennen wir die Inschriften aller Momente. So, wenn wir das jetzt zusammensetzen, die 7 Kräfte, Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut, verknüpfen sich in einer Seele. Wenn wir die Geister zu den 7 Kriegerinnen zurückbringen, zeigen sich uns womöglich die 8. Kriegerin. Und diese Geister sind alle in der Gerudo-Region zu finden? Das müsste alles gewesen sein. Auf den Monumenten waren auch solche Symbole, wie auf dieser Kugel. Das ist jetzt nur geraten, aber... Kann ich jetzt endlich an die Kugel ran? Vielleicht ist die Kugel einer der Geister, denen die Kräfte der 7 Kriegerinnen innewohnen? Tief im östlichen Bereich der Untergrundstadt stehen Statuen der 7 Kriegerinnen. Und sie sehen so aus, als könnten sie etwas in ihren Händen tragen. Vielleicht könnten wir dort die Kugel einsetzen. Ja, vielleicht. Habe ich das schon mal probiert? Was allerdings bedeuten würde, dass uns noch 6 weitere Kugeln fehlen. Vielleicht hatte ich schon mal ein paar Kugeln hier an Ort und Stelle. Hihi. Hihi, ja, hihi, hihi. Das ist einfach toll. Für uns Archäologen gibt's immer wieder Mysterien zu lösen. Und vor mir ist keines sicher. Möchtest du mit mir die Wahrheit über die Kriegerin ergründen? Schließlich konnte ich die Schließlich konnte ich die Monumente nur dank deiner Hilfe verstehen. Du kannst diese Kugel gern haben. Endlich, endlich, endlich. Oh, und das hier auch. Weißt du, für die Schmach, das, was ich mir, also was ich ertragen musste, sind 100 Öcken, aber noch nicht mal das Schmerzensgeld, ich sag euch. Da du mir mit meiner Forschung so geholfen hast, ist das das Mindeste, was ich für dich tun kann. Und es warten bestimmt noch weitere Rätsel auf uns. Das sagt mir mein Archäologengespür. Ja, wie das mit der heiligen Patricia und dem Dings, was ich nicht verstehe. Endlich ist sie weg. Mann. Wo hatte ich denn jetzt die anderen 2 gefunden? Eine war hier irgendwo in Gerudo-Stadt noch, glaube ich, oder? 2 waren... Ach, ich habe keine Ahnung, wo will ich damit hin? Falscher Ort. Ich weiß es schon nicht mehr. Eine war da oben irgendwo. Aber wo waren die anderen 2? Ich habe keine Ahnung, Mann. Wenn es so lange her ist, ist es immer kacke. Wo muss ich hin? Ich bin verwirrt. Mama. Der soll bloß abhauen. Alter, kann ich die da runterstoßen? Die nervt mich ja maximal. Der kommt nicht. Deine Liebesbriefe sind... Wo sind denn die? Ich habe sie verloren. Steht die immer noch da? Ja. Den will ich ja auch retten, den Bro. Den Bro. Den Bre, wollte ich sagen. Doch, hier. Ich war schon auf dem richtigen... Auf dem richtigen Pfad. Weil irgendwo lag hier, glaube ich, noch eine Kugel rum. Standen die hier nicht? Alter. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat sie das mit den Monumenten gefunden und findet den Rest nicht mehr. Ach, Manno. Menschenskinder. Doch, hier war's. Ach, Mensch, dann biegen wir halt hier mal ab. Da hätte sie auch die Kugel mitnehmen können. Oh, haben dich ebenfalls deine Forschungen hierher geführt? Die verarscht mich doch, oder? Wir haben doch gerade vor 2 Sekunden geredet. Dann kommst du genau im richtigen Augenblick. Ich habe hier gerade etwas entdeckt. Da liegt noch die eine, die ich hingebracht habe. Weil die hätte ich nämlich nicht mehr gewusst, wo ich sie her habe. Ach so, das ist die... Doch. Doch, das ist die von... Aber ich hatte doch noch eine dritte, ne? Oh Leute, mein Gehirn platzt gleich. Wie? Du hast auch etwas mitgebracht? Sag bloß, du hast schon nach den Kugeln gesucht. Nicht schlecht für einen Woi, meine ich. Ich hätte das Rätsel schon längst gelöst. Fast. Sarg, sag, war sicher nicht leicht, die zu finden, oder? Das war die, die zu deinen Füßen lag. Hast du Gedächtnisschwund? Da muss ich dir eine Belohnung geben. Das heißt, du warst es auch, der versucht hat, einer Kriegerin ihre Kugel wiederzugeben. Allerdings scheint überhaupt nichts weiter passiert zu sein.
Ja, richtig. Die da oben. Dabei deutet die Form der Statuen ziemlich eindeutig darauf hin, dass die Kugel dorthin gehören. Augenscheinlich müssen wir erst bei allen 7 Statuen der Kriegerin die Kugel wieder einsetzen. Dennoch ist dies ein gewaltiger Fortschritt auf unserer Suche nach dem wahren Heldenmut. Ich bin mir sicher, das wird die größte Entdeckung in der Geschichte der Gerudo. Ich sollte zuerst weitere Kugeln wie diese suchen. Vielleicht könnte mir da eine Weissagung von Patricia weiterhelfen, die im Palasthof zu finden sein könnte. Hä, das wird jetzt immer verworrener. Das heißt, die Weissagung soll uns eigentlich zu einer Kugel führen? Aber an der Koordinate war nichts. Oder ist es noch eine neue Weissagung? Jetzt bin ich ja richtig verwirrt. Ach, guck mal, doch, die 2 sind noch da. Ach, ich liebe dich, Spiel. Gott, ich liebe dich. Danke dafür. Das heißt, wenn die hier drin liegen, liegen sie drin. Ach Gott, wie gut. Bitte lass es auch so. Also, die Flamme haben wir jetzt. Wo muss die Flamme hin? Flamme, Flamme, Flamme. Da. Also, wir haben eine auf jeden Fall im Wüstenbazar. Eine haben wir, glaube ich, auch noch oben irgendwo in Gerudo-Stadt. Ey. Lass uns das jetzt speichern. Ich finde es ja sehr, sehr gut, dass ich die anderen 2... wo ich jetzt nicht mehr gewusst hätte, wo die eine davon her ist, dass wir die jetzt nicht nochmal herbuckeln müssen. Aber der Rest? Ich habe keine Ahnung. Ab nach oben. Und wie wir in den Klamottenladen kommen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Link am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die will doch bloß nochmal was zu essen abstauben. Also, wenn ihr uns jetzt nochmal die gleichen Koordinaten sagt, raste ich aus. So. Das sind ja völlig andere Koordinaten. Willst du mich trollen? Das sind ganz andere Koordinaten. Ach nee, sag nicht, wir müssen jetzt mehrfach zu verschiedenen Orten laufen. Es ist auf jeden Fall höher. Das sind ja komplett andere Koordinaten. Warum sagt ihr denn jedes Mal andere Koordinaten? Hä? Warum sagt ihr denn jedes Mal andere Koordinaten? Führ mich nicht hier irgendwo an der Nase rum. Okay, also minus 3781, 2900 und 0047. 47 ist noch ein Stück höher. Leute. 47 ist fast diese Ebene hier. Nein, nicht ganz. Das ist irgendwo diese Ebene. Okay. So, gucken, wie wir da hinkommen. Also minus 3781, minus 2900. 3781? Das ist ganz schön weit draußen. Und 47. 3781. Und 2900. Was ist denn das? Der goldene Bree? Also 3781. Aber 47 ist noch ein Stück höher, ne? 3781 irgendwo hier und 2900 ist irgendwo da drauf wahrscheinlich. Jupp. 3781. Oh, hier ist eine Kugel. Aber hier zu den anderen Sandrobben? 3, 7. Ah, warte mal, wir sind fast da. 3, 7. Acht, eins. Ah, nicht runterfallen. Ach, Link, jetzt bin ich runtergefallen. Ach, nö. Und jetzt? Komme ich nicht mehr nach oben.
Aber hier komme ich nicht auf die Koordinaten, oder? Nee, ist ja 26. Aber hier ist meine Markierung. Seht ihr das? Da ist meine Markierung, die ich gemacht habe. Was habe ich denn da markiert? Bitte was? Ja. Wo bin ich denn hier? Ist das der Klamottenladen? Kundenliste ist da. Waren auch da. Ein Voi, aber die Tür ist doch komplett blockiert. Es ist der Klamottenladen. Es ist der Klamottenladen. Ich furze mich gleich tot. Es ist der Klamottenladen. Mein Gott, ich hab's gefunden. Ein Voi, aber die Tür ist doch komplett blockiert. Wie? Ja, ich bin einfach in den Bund gefallen. Ja, wie der Froschkönig halt. Nämlich Froschkönig. Ich bin in den Brunnen gefallen. Mich hat zwar keine Prinzessin rausgeholt, ich habe selbst irgendwo rausgefunden, aber it is what it is. Uns. Ich habe wirklich gefurzt. Ich hoffe, das hat keiner gehört. Der war ein wenig lauter. Oh mein Gott. So, jetzt kommt die Angstflatulenzchen. Super, super Sache. Jetzt schlägt die Verdauung quer. Unser Haus legt Wert auf Diskretion und wir stellen keine Fragen. Ja, verkaufst du jetzt normale Klamotten oder hast du irgendwelche komischen, obszönen Sachen? Es ist egal, mit welchem Trick ihr zu uns gefunden habt. Wir heißen jeden willkommen, der unseren Laden betritt. Oh. Dies ist der Gerudo-Geheimclub. Ist aber nicht gut für den Umsatz, wenn du nur bestimmte Leute an bestimmten... Also ich meine, ja, bei Louis Vuitton, die machen das auch so, aber... Wir sind der einzige Ort in dieser Stadt, an dem ihr Kleidung für Voi kaufen könnt. Mehr müsst ihr nicht wissen, um zu verstehen, warum dies im Geheimen geschieht, oder? Ja, warum? Also, deswegen ist der Klamottenladen zu. Es sind keine Klamotten für Frauen, sondern nur für Männer. Aber für welche Männer denn? Also im Geheimen, weil die Männer ja nicht in der Stadt rumlaufen dürfen, das weiß ich. Die wollen die Männer einfach nur nackt sehen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Ich kann sehen, dass auch ihr nicht wie die anderen hier seid. Aber bei uns seid ihr als Kunde höchst willkommen. Ich habe doch kein Geld. Okay, was hat sie jetzt alles? Sandstiefel. Oh, Sandtempo. Oh, warum finde ich denn das jetzt erst? Also, wir brauchen einen Einkaufszettel. 1200 Öcken. Sandtempo, das gibt's. Oh, ich habe Rückenschmerzen. 1200 Öcken. Wertvolle Stiefel, die eins von den Gerudo genutzt wurden. Die Sohle verhindert ein Einsinken im Sand und ermöglicht so normale Fortbewegung in der Wüste. Alter, am Ende. Am Ende, weißt du, wir sind mit Gerudo statt durch. Habe alles geschafft. Am Ende findet sie die Sandstiefel. Schneestiefel. Aber habe ich die nicht? Schneetempo. Nee, habe ich auch nicht. Also, es gibt Schuhe. Wie sollte es auch anders erwarten sein in so einem Frauenladen? Es gibt Schuhe. Dich gibt's nicht. Kann ich mit dir reden? Vasak, ich hatte nicht erwartet, dass so plötzlich ein Voi vor mir steht. Ich hätte vor Schreck fast einen Satz gemacht. Ach, eigentlich sollte ich dir dafür dankbar sein. Ich hatte mir den Rücken verrenkt und jetzt ist alles wieder in Ordnung. Mein Mann ist auch ein hylianischer Voi. Hätte er plötzlich vor mir gestanden? Aber er darf ja die Stadt nicht betreten. Unseren Gesetzen zufolge muss seine Gerudo in einem bestimmten Alter zur Stadt zurückkehren. Also bin ich mit unserer Tochter hierher gekommen. Ich habe meinen Mann gewarnt, mehrfach sogar, dass Voi hier nicht erlaubt sind und sogar eingesperrt werden können. Ach, der ihr Mann ist das. Aber er bestand darauf, mit uns hierher zu reisen und ich sah, wie er die Mauern der Stadt betrachtete. Wabiski, ich frage mich, was du wohl gerade machst. Sobald du mit Einkaufen fertig bist, solltest du jedenfalls schnell die Stadt verlassen, bevor die Wachen dich bemerken. Ich darf hier, ich habe Aufenthaltsrecht. Und hier haben wir Wüstenschulterschutz, Hitzeschutz. Oh, das brauchen wir auch. 1300. Leute, wir brauchen Geld. Es ist soweit, wir brauchen Geld. Und das brauche ich auch. 650, Wüstenbeinschutz. Jetzt haben wir die Wüstenkleidung beisammen. Also, jetzt können wir sie kaufen. Okay, was macht das immer so mal? Mehr hat sie nicht, oder? Wo geht's denn hier lang? Ist das der Ausgang? Ha! Das ist doch die Tür, die verbarrikadiert haben. Die zwei Grazien waren das also. Oh, kommen wir jetzt bitte ganz normal wieder in diesen Laden rein, ohne jedes Mal hier diesen Umweg zu machen?
Also, Chantal, ich muss erst ein bisschen was verkaufen, um an Geld zu kommen. Wie viel brauche ich denn? Ein Taschenrechner. Ich brauche sehr viel. Ich brauche... Hätte ich auch im Kopf machen können, fällt mir gerade auf. 4.450 Öcken. Ob wir das zusammenkriegen? Ich weiß es nicht. 4.450. Aber ich habe ja gesagt, Gerudo-Stadt wird noch einmal das Problem sein, dass wir Geld brauchen. Aber wir haben ja, glaube ich, ein bisschen was. Während des Sandsturms war sogar mir die Stille in der Stadt zu viel. Ich hätte niemals gedacht, dass es so beruhigend sein könnte, jemanden in seiner Nähe zu haben. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich Bedi anstellen soll, aber jetzt geht es nicht mehr ohne sie. Kauf mir etwas ab. Sehr wohl, doch wir zahlen nicht mehr für eure Sachen als andere Händler auch. Tja, das ist okay. Also gut, dann lass mal sehen. Die hat ein ganz anderes Menü. Seht ihr das? Irgendwie ist im Menü anders. Also, ich möchte vor allen Dingen Stein und so. Oh, das ist schon mal gut. Den verkaufe ich. So, dann hiervon. Nee, nicht alle. Ich brauche... So, pass auf. Ja. Auf 4.500 kommen wir niemals. Nee, 4.000... Ja, 4.500. Auf gut Deutsch übersetzt. Alle. Niemals kriegen wir so viel Geld zusammen. lacht ihr jetzt jedes Mal? Oh Gott. Na, vielleicht. Guck mal. Bernsteine haben wir. Ah, Opale haben wir 12. Und wir haben noch einen Diamanten, das weiß ich. Kleinvieh macht auch Mist. Kleinvieh, sagt sie, ne? I need money. I need money. Ich fühle mich immer so dreckig und schmutzig, wenn ich hier stehe und allen Männer habe und gut verkaufe. Also wir können uns auf jeden Fall eine Sache schon mal leisten. Vielleicht auch noch zwei. 5. Es würde ja immer besser. Immer her mit den Moneten. Hör auf, so doof zu lachen. Ich bin heute sehr unsympathisch, oder? Es tut mir leid. Ja, sie fühlt sich jetzt von mir ein bisschen beleidigt. Es tut mir leid. So. Da war es schon wieder. So, wir brauchen jetzt noch etwas über einen Tausender. Etwas über einen Taui. Kriege ich irgendwie noch einen Taui zusammen? Ich habe nichts, was einen Taui bringt, ne? Essen. Ich könnte Essen verkaufen. Ich muss eh kochen. Habe ich irgendwas, was Geld bringt? Guck mal hier, das Schleichmedizin. Aber kriege ich mit Essen so viel zusammen? Was ist das? Schleichmonstersuppe. Also ich verkaufe jetzt die Sachen, die vielleicht ein bisschen was bringen. Aber so viel habe ich auch nicht. Ich verkaufe alles, was nicht nagelfest ist, ne? Oh Mann, auf 4.450 muss ich kommen. Warum? Weil ich alles sofort jetzt haben will. Punkt. Alte Klamotten? Wir haben ja... Also wir haben ja nichts doppelt. Haben wir was doppelt? Ich will nichts verkaufen von meinen Klamotten. Ich mag meine Klamotten. Meine Klamotten sind toll. Pass auf, wir können gucken, ob wir noch irgendwelchen anderen Krams haben, den wir verkaufen können. Die behalte ich. Die behalte ich auch. Das auch, das auch. Oh, guck mal hier. Funkelfrucht. Davon haben wir 50. Well, alle verkaufen. Ja, vielleicht können wir damit was machen. Vielleicht hiervon ein paar. Wie wen noch? Warte. Allgemein, wenn ich jetzt allgemein mal... Oh, es könnte funktionieren. Von jedem ein bisschen was verkaufe. Dann brauche ich so viel Salz. Aber Salz bringt kein Geld. Die Irrknospen. Ich weiß, mit denen muss ich auch mal was machen. Nicht alle verkaufen. Oh, 4.450 brauchen wir. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich habe noch nie so viel Zeugs verkauft. Wenn ich jetzt schon an die anderen Sachen im Inventar gehe, wisst ihr, ich brauche wirklich Geld. Aber ich könnte ja auf so... Oh, wir kriegen es zusammen. Fast!
Warte, wir haben es gleich. Oh, wir kriegen es zusammen. Ich kann alle Sachen kaufen. Oh, es ist zauberhaft. Es ist toll. Es ist toll. Was verkaufe ich denn jetzt noch? Was verkaufen wir jetzt noch? Irgendwas, was wir ganz viel haben. Was haben wir denn ganz viel? 10 Nägel. Einen. Der eine 10 Nägel bringt uns jetzt noch. Wir haben es zusammen. Also komm einfach rein, hat sie gesagt, ne? Entschuldigung, das habe ich jetzt vergessen zu übersetzen. Also, wir kaufen jetzt die Sandstiefel. Kaufen! Lü. Ich kaufe die Schneestiefel. Shoppen! Ist das toll. Ich kaufe das Teil. Wir ziehen sie ihm auch gleich an. Oh, ist toll. Wir können uns alles kaufen. Wir bieten nur beste Qualität an. Also bin ich sicher, dass ihr zufrieden sein werdet. Ich kaufe dich leer. Alle unsere Waren sind für Voi gemacht. Bester Tag meines Lebens. Sag, ich werde dafür sorgen, dass unser Sortiment aufgefüllt wird. Ja, mach das. Du bist nämlich ausverkauft. Also, Leute. Wow, das ist ja eine abgefahrene Klamotte. Das ist ja eine abgefahrene Klamotte. So, und theoretisch können wir jetzt durch die Wüste laufen, ohne dass wir Wüstenschutz essen müssen. Ach, Leute. Ja, kannst du so machen. Sieht jetzt auch gar nicht verkehrt aus. Und mit diesen Schuhen dazu passt es ja jetzt auch. Also, ganz passabel, der Boy, oder? Sieht ja echt wild aus. Richtig wild aus. Und mit diesem Tempo hier, das ist auch geil. Sandstiefel. Ah, guck mal, wenn wir die machen, haben wir trotzdem auch Hitzeschutz maximal. Cool, das heißt, wir können die angelegt haben. Haben trotzdem, dadurch, dass wir das Stirnband haben, optimalen Sandschutz, aber können auch richtig schnell jetzt am Sand laufen. Och man, warum so spät? Warum so spät? Oh, Leute, spät, das ist unser Stichwort. Unsere Folgenzeit ist vorbei. Boah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und jetzt bin ich eigentlich fast fertig mit der Wüste. Nee, wir haben noch ein paar Schreine vor uns. Also, was wir jetzt das nächste Mal machen werden, werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann da auch einschaltet. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Ja.